Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clash of Clans hier auf Ancients World, der Charakter des Fenrir. Ja. Unser Ruckelproblem ist noch nicht ganz behoben, aber ich denke, ich habe ein paar Kompromisse gefunden, mit denen ich das Ganze reduzieren kann. Aber zuallererst werden wir etwas von unserem Gold verbrauchen und hier die gesamte Mauer auf Level 7 bringen. So, nun nachdem das vorbei ist, unsere Drachen sind fast Level 2. Mauerbrecher haben wir auch. Was von beiden bilde ich als nächstes aus? Den Mauerbrecher oder den Heiler? Bin mir nicht sicher. Wutzauber könnten wir uns sogar leisten. Im Gegensatz zu den anderen zwei. Naja, was soll's. Wir machen ein paar Angriffe. Die Angriffe waren eine Ruckelpartie schlechthin, deswegen gibt es jetzt hier eine Wiederholung von dem letzten Angriff. Wir haben wunderbar die Riesen hier oben gespammt und sind jetzt dabei, hier die ganzen Goblins außen drum rumzusetzen. Die meisten davon treffen eine Bombe. Der König trifft eine Riesenbombe und eine Sprungfalle und bekommt jetzt die gesamte Kraft der Doppelkanone zu spüren. Was äußerst schlecht für seine Gesundheit ist. Unsere Bogenschützen auf der anderen Seite ruinieren weiter die Basis. Das ist sehr schön. Die Magiertürme kosten uns wie eh und je einen Haufen. Und der Mordheim kümmert sich darum, dass unser Tag noch ziemlich regnerisch wird. Die Riesen schlagen sich hier oben eigentlich recht gut, aber ja, sie werden nicht mehr sehr viel weiterkommen. Gute Mauern sind eben doch ein Argument, bestimmte Basen zu umgehen. Oh, und die kleinen Skelette sowie der Mordheim bringen unsere ganzen Bogenschützen um. Ich schneide zum nächsten Teil zurück. Mein Gott, der letzte Angriff war eine Wackelpartie ohne Ende. Mal schauen, vielleicht schneide ich den raus. Oder hab's schon. Wahrscheinlich habe ich ihn mit was anderem ersetzt. Das hier ist super. Das sieht aus wie unsere Fortschrittsbasis. Nur sehen die Prioritäten nicht ganz so aus, als ob sie schon fertig wären. Vielleicht ist das eine Ordnungsbasis? Könnte sein. Ja, wir greifen hier oben auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, bei den ganzen Sammlern ein. An, meine ich. Einfach aus dem praktischen Grund, wir brauchen das ganze Loot. Den Rest zu haben, wäre zwar auch schön, aber wir greifen ja nicht aus Spaß und Jux und Dollerei an, sondern hauptsächlich, damit wir unsere Basisausbauten finanzieren können. Oh, da ist was in der Clanburg drin. Ich werfe einen Heilzauber drauf und hier kommen die Bogenschützen. Das sollte uns von diesen nervigen Clan-Truppen befreien. Und die Goblin-Armada macht sich auf den Weg, das Rathaus zu plündern. Ist das der letzte Ort, wo noch, ja, das war der letzte Ort, wo Ressourcen drin sind? Ich verstehe nicht, warum er die Tesla unten gebaut hat. Naja. Stört ja nicht. Die Riesen sind ziemlich unter Feuer. Schaffen wir das? Ich meine, jetzt kommen die ganzen Goblins hier angelaufen und von oben kommen die Bogenschützen, nehmen das Ganze schön in die Zange. Ja, wir könnten das schaffen. Wir haben noch so viele Truppen übrig und ich glaube nicht, dass die anderen so schnell unsere ganzen Goblins und Bogenschützen ausschalten können. Aber glauben ist nicht wissen, Leute. Ehrlich, kann passieren, dass wir jetzt. Nein, wir haben zu viel übrig und die haben zu viel Feuerkraft verloren. Und wir sparen uns den
Okay, was zur Hölle war das? Auf jeden Fall haben wir uns den Zauber gespart. Den Wutzauber. Exzellent. Wir haben noch eine weitere Armee. Und wir können eine Ersatzarmee ausbilden. So. 1,5 Millionen braucht das. Das heißt, die Kaserne, die letzte auf Max, das wird noch eine Weile dauern. Danach brauchen unsere Drachen nur noch 3 Minuten. Das ist dann richtig schnell. So. Minenwerfer, 800.000. Kanone, 800.000. Aber die ist, glaube ich, schon zu hoch. Die kriegen wir nicht weiter, oder? Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, dass wir schon unsere Kanonen gemaxt haben. Ja, die sind gemaxt, also die drei da oben. Das heißt, wir haben 2 Stück, die wir ausbauen können, was wir jetzt machen werden, und die kommen dann gleich, gehen reit die Reihe. Die setzen wir dann gleich nach oben. Sehr gut. Die Mauern. Das muss ich alles jetzt neu sortieren. Normalerweise mache ich das ja immer offline. Ah, warum nicht einfach mal zuschauen? Das passiert immer dann, wenn ich die Mauern in der anderen Basis, also in unserem Heimatdorf, unserem richtigen Heimatdorf, umsetze, dann kriegen wir immer das blanke Chaos. Nee, ich brauche. Dann setze ich dich eben um. Ihr zwei. Gut. So. Jetzt sollte da genügend Platz für die ganzen lila Wälle sein, nachdem die pinken versetzt wurden. Bingo. So. Und was jetzt? Technisch haben wir nicht mehr so viel vor uns. Was sage ich da? Goldtechnisch. Wir haben goldtechnisch eine Menge vor uns, aber wir haben nicht mehr so viel Gold. Ich wechsle erstmal in die Heimatansicht. Und unsere Truppen laufen wieder durch die Gegend. 2 Wutzauber habe ich. Ich schneide bis zum Angriff. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Mit einem Angriff. Das hier ist eine extrem lohnenswerte Beute für uns. Ich glaube, ich möchte unten von der Goldseite angreifen. Oben könnte ich auch angreifen, aber da gibt es kaum dunkles Elixier. Das stimmt so gar nicht. Aber die Grabsteine da oben geben mir zu denken. Plus hier unten ist das ganze Gold, das wir bis so dringend benötigen. Bogenschützen gegen König. Ich habe das Gefühl, es läuft nicht so gut. So, hier kommen jetzt die ganzen Goblins. Dunkles Elixier, ja. Gold, ja. Gegnerischen König loswerden, bitte. Ich möchte irgendwie. Oh, wir haben keinen Dingszauber. Aber einen Wutzauber haben wir. Oh, okay. Unser König stirbt, bevor der richtig Effekt nimmt. So. Wir verteilen hier außen noch die restlichen Bogenschützen drumherum. Den Wutzauber setze ich hier drüben auf unsere Bogenschützen, in der Hoffnung, dass die ein bisschen mehr aus den Elixiersammlern rauskriegen. Und ich hoffe, dass die Riesen eine Weile überleben, damit der Bogenschütze noch einiges aus dem dunklen Elixierbohrer rausholen kann. Ich meine, wir haben eh schon eine Menge eingesammelt, aber noch mehr wäre mir lieber. Okay.
Das war's. Jetzt sind unsere Bogenschützen dran. Die Clanburg stand aber auch wirklich blöd. Naja, nicht wirklich blöd. Ziemlich schlau sogar von seiner Seite aus, von unserer Seite. Leider etwas traurig. Ah, wir haben noch einen Krieg vor uns. Das wird interessant. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier in der Bauarbeiterbasis, neben dem, dass ich jetzt was eingesammelt habe, auch unsere Mauern etwas verbessert. Ich werde das Ganze irgendwann mal umstellen, sobald ich alle Sachen aufs nächste Niveau gebracht habe. Momentan ist es aber gerade nicht so dringend. Ich hätte gern den Drachen fertig vor dem nächsten Krieg, aber vielleicht schafft das. Wahrscheinlich ist es. Moment. Krieg dauert immer einen Tag. Wir sind noch in der Vorbereitung. Das bedeutet, ja, der müsste rechtzeitig fertig werden. Zurück ins aktive Dorf, also ins die Fortschrittsbasis. Wir bauen ein Goldlager aus. So. Und jetzt mit 500.000 Gold bauen wir das Elixierlager aus. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass wir für beide genug haben. Und damit kommen wir auf die maximal mögliche Anzahl von Gold und Elixier. Nee, die Goldlinie möchte ich eigentlich noch nicht abdecken. So. Ja, das ist so umgestellt. Wir haben Drachenstufe 2. Ich denke, das werde ich in die vorherige Aufnahme noch mit reinschneiden müssen. Ich habe ein paar technische Sachen gerade eben behoben. Unter anderem habe ich die Bildschirmaufnahme gedreht und das nicht bemerkt. Deswegen gab es hier wohl einen kleinen Schnitt und ich denke, das kann ich an die vorherige Aufnahme noch dranhängen. Wird also eine Episode sein, das hier wird alles 55? Das wird alles Folge 55. Ich muss nur ein bisschen rumschnippeln, vor allen Dingen, weil ein Teil vorhin im falschen Format aufgenommen wurde. Da werde ich noch, oder besser gesagt, da habe ich dann etwas mit den Rendering- und Editor-Tool rumtricksen müssen. Nee, ich denke, ich werde statt Bogenschützenturm, Motor oder so, werde ich jetzt mit dem Bauarbeiter freihalten und nur die Mauer machen. Ja, wird auf die Mauer rauslaufen. Zack. So, wieder rein mit dir. Warum passiert das immer? Gut, der ist auch wieder drin. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt auch Drachen auf Stufe 2. Naja, das ist nur ein kurzes Zwischendurchding hier. Ich wechsle zurück ins Heimatdorf. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ancients World out, stay safe. Ich sehe euch dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.